Guten Tag, Leute. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Ihr wisst, neues Video. Heute haben wir mal was ganz Besonderes vor. Und zwar habe ich ja die Better Fishing Box abonniert. Wir werden heute einen Teil der Köder davon testen. Dann werde ich euch meine Meinung dazu sagen, mal mein Feedback an euch, ob es sich rentiert, ob es sich nicht rentiert. Aber jetzt werden wir erstmal alles aufbauen. Dann zeige ich euch die Köder und dann machen wir schon los. Perfekt. Leute, eigentlich wollte ich Stativ mitnehmen, habe ich aber leider vergessen. So sieht die Box aus. Eigentlich ist hier noch ein Versandetikett drauf, habe ich aber abgemacht, dass man meine Adresse nicht sieht. So, jetzt gucken wir einfach mal rein. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Ich habe schon mal reingeguckt, da bin ich ehrlich. Das ist der Rip T-Bone 07. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wilder Köder. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Der ist am Bauch so geriffelt und ganz flach. Seite, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Hatte ich so auch noch nicht. Auch noch nie gesehen. Hat einen richtig fetten Schaufelschwanz. Wahrscheinlich werden wir aber heute allerdings nicht testen, weil ich halt nicht weiß, ob die Hechte Bock haben. Wenn wir jetzt mit den anderen Ködern halt Hechte fangen sollten, werden wir den auch mal benutzen. Aber eigentlich habe ich es nicht vor. Hier ist dann das passende Stinger-System dazu. So, dann haben wir von Neuk den Dead Tree GP Silver. Das ist ein Krebsimitat, deswegen habe ich die Barschrute dabei. Kann man auch Offset fischen. Wie gesagt, ich habe jetzt an der Barschrute schon einen Krebs dran. Mit dem, ich glaube, Offset-Jig heißt das. Ist halt ein Jigkopf mit Offset-Haken. Also kein Shebu, sondern halt alles fest. Dann von GTT haben wir den Digger 110 SP. Habe ich mal gelesen, dass SP steht für Suspending, falls ihr das nicht wusstet. Aber ist auf jeden Fall eine richtig geile Farbe mit so einem Lila oben. Ich glaube, den werden wir auch gleich als erstes testen. Dann. Deswegen holen wir den mal raus. Der läuft gleich im Daumen drinne. Also Scharfhaken müsst ihr aufpassen. Hier, blutet gleich. 17 Gramm, läuft 1 bis 1,5 Meter. Eigentlich perfekt für den Kanal hier. Weil so tief ist es ja hier nicht. Dann nachher für die Barschrute werden wir noch den Diver Steeds Pencil 60F testen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Topwater-Köder, sehe ich gerade. Ansonsten ist noch für das System nochmal kleine Gewichte dabei mit 10 und 12 Gramm. Auf die bin ich richtig gespannt. Das sind Slim Coffee Sheds. Das ist KVD, das heißt, so wie ich das mitgekriegt habe, das ist der Dude hier. Die sind auch geflavored in Coffee. Also die riechen halt ein bisschen nach Kaffee. Die werden wir auf jeden Fall heute auch testen. Wenn ihr sowas habt, denkt immer dran, den ganzen Müll wieder mitzunehmen. Jetzt mal erst ins Auto legen gehen und dann werden wir anfangen zu angeln. Achso Leute, nur für euch, dass ihr es wisst, das war jetzt die XL-Box. In der XXL-Box ist meistens noch ein bis zwei Köder mehr drin. Ich habe aber die XL-Box, weil mir das reicht, weil ich gemerkt habe, ich komme eh nicht wirklich dazu, jeden Köder mal zu fischen. Also ich habe teilweise auch Köder noch im Keller, auch aus der Better Fishing Box, die ich noch gar nicht probiert habe. So, wir fangen jetzt an mit dem GT. Kurz vor euch zur Info. Also ich bin jetzt nicht mit den Gedanken daran, dass wir wirklich jetzt auf jeden Köder, den wir probieren, Fisch fangen. Mir ist halt erstmal nur wichtig, dass sie halt vernünftig laufen. Dass ich Vertrauen zu den Ködern bekomme. Und ob sie am Ende dann
Fisch fangen oder nicht, oder heute Fisch fangen oder nicht, das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass sie gut laufen, dass sie vernünftig aussehen. Und das ist das erstmal, was zählt. So Leute, wir werden jetzt nochmal vorgehen zur Brücke. Ja. Wir haben Dirbel, Leute. Geil. Auf dem Stickbait. Ihr seht da mal kurz. Na guck, jetzt probieren wir nochmal einen Barsch zu fangen. Sehr schön. Und habt ihr gesehen, wie der drauf geschossen ist? Wieder so ein kleiner. So, weg ist er. Ich hoffe, man hat das im Video gesehen, wie der da drauf geschossen ist. Wirklich, der ist ja teilweise einen Meter hinterher geschossen. So Leute, ich möchte gerade kurz nochmal anmerken, dass das jetzt kein Video ist hier von wegen. Ja, bei der Better Fishing Box fangen nur die und die Köder, wenn schon, und sondern einfach euch zeigen, was drin ist in so einer Box. Weil viele von euch wissen das ja gar nicht. Oh, hier vorne ist ein fetter Dirbel. Seht ihr den? An der Oberfläche. Bin ich mal gespannt. Da kam er. Ja, der hat ja Interesse gehabt jetzt. Nein, was ich auf jeden Fall euch vermitteln will, ist zu zeigen, was in so einer Box drin ist. Und auch, dass die Köder, die drinnen sind, auch fängig sind. Aber nur weil wir jetzt heute mit einem Köder mal nicht gefangen haben, heißt das ja nicht, dass der... Ich träge warte! Dass der schlecht ist, sondern einfach, dass er halt heute mal in dem Moment halt gerade nicht funktioniert hat. Das ist halt so, das ist bei allen Ködern so. Wenn es halt nicht an jedem Tag mit jedem Köder irgendwas fangen, das funktioniert halt nicht. Weil mal funktioniert Spinner besser, dann eher Topwater, dann doch lieber kleine Gummis. Das ist halt immer, kommt halt immer auf den Tag an, welchen Tag du hast und wie das Wetter sich verhält, wie die Fische aktiv sind. Also was will ich halt, dass ihr das halt berücksichtigt, auch bei anderen, die solche Videos dann mal machen. Es ist halt so, du kannst halt nicht jeden Tag einen Fisch fangen. So, jetzt machen wir noch ein paar Würfe hier hinten mit der Hechtrute. Gucken, ob auf den Chat was kommt noch. Wir probieren es erstmal noch. Na, ein, zwei Würfe. Oh, das war ein Biss. So gleich nochmal. Ich hoffe, der hat den Haken nicht gespürt. Ja. So, zweiter Barsch. Auch wieder so ein kleiner. Hier vorne gerade was richtig fettes Kraut. Das war bestimmt ein Hecht. Oh ja, da drüben. Das war so drauf auf der Kamera. Das war eindeutig ein Hecht. So Leute, der Speicher war leider voll. Deswegen beende ich jetzt heute mal aus dem Wohnzimmer das Video. Ich danke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen. Danke für den kranken Support in der letzten Zeit. Da wollte ich auf jeden Fall nochmal Danke sagen an jeden Einzelnen von euch. Auch die netten Kommentare unter den Videos, die ganzen Abos, die ganzen Likes. Dafür wollte ich einfach mal Danke sagen nochmal. So, jetzt, wie schon am Anfang erwähnt, kommt nochmal meine Meinung zu der Better Fishing Box. Und zwar, wir haben hier die XL Box. Kostet 29,90 plus 5 Euro Versand nochmal im Monat. Da gibt es ja noch Rabattcodes dazu. Da spart ihr dann auch nochmal etwas. Ich muss aber sagen, für den Preis an die Köderauswahl, die man bekommt und auf die Marken, ist das wirklich absolut fair. Also da kann man echt nicht meckern. So Leute, damit danke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn ihr auch Bock habt, euch mal die Better Fishing Box zu holen,
Schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Ich habe es jetzt mal mit verlinkt, die Seite. Da könnt ihr auswählen. Ich glaube sogar jetzt zur Zeit gibt es sogar noch eine Routenaktion, dass wenn ihr Abo abschließt dort, bekommt ihr sogar noch eine Route kostenlos dazu. Also Leute, checkt das gerne mal ab. Link ist unten in der Beschreibung. Ich kriege ja dafür kein Geld, deswegen habe ich jetzt auch keine Produktplatzierung dafür gemacht, beziehungsweise keine Werbung eingeblendet. Aber ich persönlich bin halt von der Better Fishing Box überzeugt. Und deswegen möchte ich es euch empfehlen. Ist kein Muss. Ist ja jedem selbst überlassen. Aber checkt es gerne mal ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Haut rein.